Heute für euch die 10 reichsten weiblichen Pornostars. Viel Spaß! Nummer 10. Nikki Benz. Die preisgekrönte Nikki Benz gehört zu den 10 reichsten Pornostars der Welt. Ihr Vermögen wird auf 1 Million Dollar geschätzt. Benz fing als Tänzerin und Model für Bademode an und arbeitete sich dann langsam hoch, bis sie irgendwann mit nur 18 Jahren ins Pornogeschäft einstieg. Sie hat in über 180 Pornofilmen mitgespielt und besitzt auch eine eigene Firma, die Nikki Benz Incorporated heißt. 2014 entschied sie sich dann, etwas ganz Neues auszuprobieren und sich als Kandidatin für die Bürgermeisterwahlen von Toronto zu präsentieren. Doch der Schuss ging nach hinten los, weil sie angeblich nicht alle Bewerbungsunterlagen eingereicht hatte, wurde ihre Kandidatur abgelehnt. Platz 9. Asa Akira. Schon mit 19 Jahren arbeitete Asa Akira als Domina. Von da an ging's steil bergauf. Erst arbeitete sie als Stripperin, dann landete sie in der Pornowelt und wurde dort rasch berühmt. Heute ist Asa Akira mit einem Gesamtvermögen von 1,5 Millionen Dollar eine der reichsten Pornodarstellerinnen der Welt. Die US-amerikanische Schauspielerin mit japanischen Wurzeln ist auf Fetisch spezialisiert und hat in unzähligen Filmen mitgespielt, unter anderem aber auch in ganz normalen Mainstream-Filmen. Doch ihre ganz große Liebe bleibt der Porno. Und an dieser hält sie auch weiterhin fest. 2012 hat sie geheiratet. Die Frage ist wen? Natürlich einen Pornodarsteller, nämlich Tony Ribas. Inzwischen hat Asa Akira in über 300 Filmen mitgespielt. Und auf Nummer 8, Lisa Ann. Strippen scheint das Sprungbrett ins Pornogeschäft zu sein. Auch Lisa Ann begann als Stripperin und sah irgendwann in der Pornoindustrie die Chance ihres Lebens, um ein Vermögen mit dem anzusammeln, was sie am meisten liebt: Sex mit vielen Männern. Inzwischen hat sie in über 300 Filmen mitgewirkt und besitzt ein Vermögen von 2 Millionen Dollar. Bekannt ist sie für ihre Filmrollen als MILF. Doch Lisa Ann kann auch anders. Um für ein wenig Abwechslung zu sorgen, hat sie ein Tagesspa und eine Pornoagentur gegründet. Nummer 7. Sunny Leon. Das Vermögen der kanadischen Pornodarstellerin Sunny Leon wird auf rund 2,5 Millionen Dollar geschätzt. Während ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester finanzierte sie sich ihren Lebensunterhalt als erotische Tänzerin in Nachtclubs. Heute ist sie eine preisgekrönte Pornodarstellerin und hat sogar Rollen in Hollywood- und Bollywood-Filmen ergattert. Sie besitzt zusammen mit ihrem Mann Danny Weber eine Produktionsfirma namens Unlust Productions und versucht momentan als seriöse Schauspielerin Karriere zu machen. Bis jetzt hat sie bei 3 Hollywood-Produktionen mitgewirkt. Und auf der Nummer 6, Sasha Grey. Jeder kennt wohl Sasha Grey. Lange Zeit galt sie als das Aushängeschild der modernen Pornografie und wurde in kürzester Zeit zum Superstar der Sexfilmindustrie. Kein Wunder also, dass die junge Schauspielerin schnell steinreich wurde. Ihr Vermögen wird auf 3 Millionen Dollar geschätzt. Kurz nach ihrem 18. Geburtstag startete sie durch und hatte in ihrer allerersten Szene Gruppensex mit einem Haufen Männer. Sasha Grays Ruhm verhalf ihr später zum Einstieg in die Mainstream-Filmbranche, in der sie momentan eine Karriere verfolgt. Nach eigener Aussage will sie keinen Pornofilm mehr drehen. Und die Top 5. Katie Morgan. Katie Morgan war beim Schmuggel von 45 Kilogramm Marihuana von Mexiko in die USA erwischt worden und bekam eine saftige Geldstrafe. Um schnell an das Geld zu kommen, landete sie im Pornogeschäft und blieb auch dabei. Um dort noch besser aufgestellt zu sein, ließ sie sich mit 24 Jahren ihre Brust vergrößern. Der Eingriff lohnte sich, Morgan verdient nicht nur Geld, sondern wurde auch steinreich. Erst 2015 gab die 4,5 Millionen Dollar schwere Darstellerin nach 7 Jahren ihren Rücktritt bekannt. Nummer 4. Brie Olsen. Brie Olsen ist eine der erfolgreichsten Pornostars der Welt. Und das zeigt sich auch auf ihrem Konto. Ihr Vermögen beträgt 5 Millionen Dollar. Olsen hat hunderte von Hauptrollen in Pornofilmen besetzt und ist so beliebt, dass unzählige Sexspielzeuge nach dem Vorbild ihrer Vagina gefertigt wurden. Zu ihrer Berühmtheit trägt wahrscheinlich auch die Tatsache bei, dass sie die Freundin des Schauspielers Charlie Sheen war. Inzwischen hat sie sich von der Pornoindustrie verabschiedet und versucht ihr Glück im Mainstream-Film. Und auf Platz 3, Tracy Lords. Tracy Lords sorgte in den USA für einen riesigen Skandal, als herauskam, dass sie schon als Minderjährige in Hardcore-Pornofilmen mitgespielt hatte. Mit einem gefälschten Personalausweis konnte sie ihre Volljährigkeit vortäuschen und so ihren ersten Job ergattern. Ihre Laufbahn begann zunächst mit Nacktfotoshootings. Bereits mit 16 erschienen ihre Fotos in der Zeitschrift Penthouse. Mit 16 stieg sie auch ins Pornogeschäft ein und gewann schnell nicht nur an Ruhm, sondern auch an Reichtum. Ihr Vermögen wird auf 7 Millionen Dollar geschätzt.
Nummer 2, Tyra Patrick. Tyra Patrick begann schon als Jugendliche mit ihrem Körper Geld zu machen und lernte früh die dunkle Seite des Ruhms kennen. Sie zog für einen Modeljob nach Tokio und arbeitete dort mehrere Jahre, bis sie den Drogen verfiel und gleichzeitig sexuell aktiv wurde. Ihre Eltern hatten dann irgendwann den Lebensstil ihrer Tochter satt und holten sie zurück nach Hause in die USA. Die Mühen ihrer Eltern hielten Patrick allerdings nicht davon ab, ihre Sexlust auf ein neues Niveau zu bringen. Sie schlug kurz nach ihrer Rückkehr eine Karriere als Pornodarstellerin ein und wurde so zu einer der bestverdiensten Schauspielerinnen in der Pornoindustrie. Sie besitzt ganze 15 Millionen Dollar. Heute ist sie immer noch erfolgreich und hat sogar ihre Modelkarriere wieder aufgenommen. Und auf Platz 1, Jenna Jameson. Niemand ist so bekannt und wird so gut bezahlt wie Jenna Jameson. Sie gilt als die Königin des Pornos und besitzt ein Vermögen von 30 Millionen Dollar. Wie fast alle Pornodarstellerinnen begann Jenna Jameson ihre Karriere im Sexgeschäft als Stripperin und endete dann in der Pornoindustrie, wo sie über Nacht zu einer der beliebtesten Pornodarstellerinnen aller Zeiten wurde. Jenna Jameson ist nicht nur im Sexgeschäft aktiv, sondern hat auch in Musikvideos, zum Beispiel von Eminem, und Mainstream-Fernsehsendungen mitgespielt. Sie hat außerdem eine Autobiografie rausgebracht, die zum Bestseller wurde. Zwar ist Jameson heutzutage nicht mehr in der Pornoindustrie aktiv, tritt aber gelegentlich noch als Webcam-Model vor die Kamera. Wenn ihr das gleiche über die männlichen Pornostars sehen möchtet, dann lasst doch gerne ein Like da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.